Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch über meine kleinen Beauties hier reden. Kristalle, Kristalle, noch mehr Kristalle und noch mehr Kristalle. Ich wurde immer wieder gefragt, was hat es denn so auf sich mit den Kristallen oder gerade mit den Kristallen, mit denen ich arbeite, vorwiegend, das sind lemurische Kristalle. Und die lemurischen Kristalle gehören auch so zu dieser Familie der Bergkristalle. Die Besonderheit ist, dass sie an den Seiten quasi horizontale Striche haben, die auch als Barcode bezeichnet werden. Lemurien zeichnet sich dadurch aus, dass es, wenn man so ein bisschen drüber liest, das ist so diese erste physische Erfahrungszeit war oder zählt für die Zeit, wo wir das ausprobiert haben, wie sich Energie in einer physischen Form anfühlt. Und auch, dass wir das dann eben in dieser Zeit Wissen in die Kristalle übertragen wurde als Halter oder Wissensträger. Das ist so ein bisschen diese mystische Geschichte dazu. Für mich generell sind eben diese horizontalen Linien, sind quasi wie die Ablagen bei dir auf dem Schreibtisch. Sie beinhalten bestimmte Notizen, bestimmtes Wissen. Und alles Wissen ist in uns drin. Es ist in uns gespeichert. Und beziehungsweise mehr in diesem energetischen Raum um uns herum. Es ist abrufbar. Es ist nur oft, dass wir uns durch eben unser Bewusstsein nicht so ganz klar darüber sind oder es ist eher immer eine etwas unbewusstere Aktivität ist. Und hier mit den Kristallen können wir hingehen und das fungiert dann wie so ein Schlüssel, der uns dann hilft, das Wissen an das Wissen anzudocken. Ich glaube, das lässt sich so ein bisschen am besten bezeichnen. Ich persönlich beziehe meine Kristalle, meine lemurischen Kristalle von einer ethisch resourcten Vertreiber, wo einfach keine Kinderarbeit mit dabei ist, wo jetzt auch nicht Erde bzw. die Erde, Mutter Erde so zerstört wird, um an die Kristalle ranzukommen. Es ist auch immer wieder so, dass es bestimmte Kristalle dann für eine Zeit lang nicht mehr gibt, weil die Minen wieder geschlossen werden. Also das ist mir eben auch wichtig, dass sie nicht nur einfach irgendwo explodiert wird und dann rausgebuddelt werden, sondern dass eben auch der Austausch gut ist. Oder zumindest so, dass ich sagen kann, ja, ich möchte weiterhin mit diesen wunderbaren Wesen, für mich sind es Wesen, arbeiten. Einfach mal so ein bisschen zu den Unterschieden. Das hier ist jetzt ein Crystal Clear. Hier ist noch ein weiterer, der kristallklar ist. Und dann eben auch dieser horizontalen Streifen hat. Dieses hier, kann man vielleicht nicht so gut sehen in der Lichtreflexion. Das ist ein Isis-Kristall. Das heißt, es ist eine bestimmte Formation in der Spitze, die dann diesen Kristall auszeichnet und eben mehr noch die feminine Energie verkörpert. Dieser hier hat auf der Rückseite Starberry Edgings. Das ist auch relativ neu. Das heißt, er hat eine bestimmte Verbindung zu einem Sternensystem. Und dieser hier in diesem speziellen Fall nach Andromeda. Dann haben wir hier, na, bleiben wir mal nochmal bei den normaleren. Wir haben hier, das nennt sich Lasernadel. Ihr seht, das ist ein relativ spitz zulaufender Kristall. Er hat natürlich immer noch diese horizontalen Linien. Ich arbeite nicht so gerne mit denen, weil die mir zu kräftig sind. Also sie bündeln quasi Energie wie ein Laser. Und von denen habe ich auch nicht so viele. Hier wäre dann zum Beispiel nochmal ein Meißel. Das heißt, vielleicht kann man das. Das kann man nicht so gut erkennen. Er ist einfach so flach wie ein Meißel. Mit denen arbeite ich sehr gerne in meiner Lahuchi-Arbeit auch, um die Kristalle aufzulegen, um bestimmte Dinge einfach auch mit in Bewegung zu bringen
Und ihr könnt einfach sehen, die Schönheit an diesen Kristallen ist, dass sie einfach fast kristallklar sind. Dieser hier hat nicht nur eine Isis mit als Form dabei, sondern hat auch Regenbogeninklusionen. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein etwas speziellerer, das nennt sich dann Crown. Er hat dann nicht wie die in Anführungszeichen normalen Kristalle eine Spitze in Form von einer Spitze, sondern sie sind abgeflachter und sie bestehen aus mehreren Spitzen gleichzeitig. Und das hier nennt sich dann Crown und hier ist eben auch dieses leicht milchige, ist bläulich. Das nennt sich dann Phantom. Und die Crowns sind sehr gut zum Manifestieren, wenn es also darum geht, Energien zu bündeln und wenn wir Sachen einfach manifestieren wollen, uns damit noch zu unterstützen. Einer meiner Mega-Favoriten sind die DNA Blue Smoke. Leider ist die Mine gerade geschlossen worden. Und hier insgesamt ist es so, dass es auch Kristalle sind, die jetzt hier so etwas milchig aussehen. Ich halte das mal so ein bisschen vor mein T-Shirt. Und sie haben natürlich auch die Besonderheit, dass die Kristalle, die lemurischen Kristalle, wieder diese horizontalen Linien haben. Und sie haben dann in dieser horizontalen Linie eine vertikale Linie noch mit verlaufen, die dann die DNA repräsentiert. Eine andere Bezeichnung für die sind auch die klaren blauen Rauchphantome. Ich habe schon gesagt, hier das Phantom ist dann dieses leicht gräulich-bläuliche hier drin. Und es ist ein sehr subtiler Lichteffekt und eigentlich hat das ein bisschen was so mit dem Himmelblau zu tun. Und das ist das, ich hoffe, ich spreche es nicht richtig falsch aus, ein Lithium-Mineral, das die silberne Membran dieser Kristallfläche eben leicht bläulich bzw. gräulich erscheinen lässt. Und meistens ist es so, dass die Spitzen oben klar sind und dass es dann eben hier unterhalb anfängt. Bei diesem hier ist es jetzt noch so, dass er im oberen Teil noch Angel Hair, also Engelshaar mit drin hat. Und das ist so, dass es noch einen starken Bezug zu den himmlischen Gefilden hat. Diejenigen von euch, die mit Engeln arbeiten, da intensiviert sich dieser Kontakt noch und er wird klarer. Der DNA Blue Smoke wird sehr oft auch als der Aufstiegskristall bezeichnet, Ascension Crystal, weil er uns mit der Tiefe unserer substanziellen Energie verbindet, unserem Jing, unserer Essenz, die in der Niere gespeichert wird. Ist mehr so ein energetisches Potenzial und wenn wir das in unserem Körper aufrichten lassen, lässt es uns natürlich auch aufsteigen. Und was er einfach macht, er erklärt und reguliert deine Aura, also er erklärt die Aura, das Energiefeld um dich herum. Er geht auf die Chakren ein und richtet die Chakren miteinander aus. Durch die horizontalen Linien geht er in die Verbindung mit der Akasha-Chronik. Das heißt, man kann sich die Akasha-Chronik wie so eine Bibliothek vorstellen, von unserem Bewusstsein. Wenn wir uns dann nochmal diese klaren hier anschauen, ich habe ja noch was ganz Besonderes, das sind dann eben diese hier. Ich sage gleich noch was zu den klaren. Das hier sind dann die DNA Blue Smoke Golden Healer. Es ist quasi dieser blaue DNA Blue Smoke und ist jetzt aber kein Golden Healer. Ich habe leider keinen mehr. Zusammen in einem. Das heißt, dieser Golden Healer mit der DNA Blue Smoke verbindet beides. Die lemurischen Golden Healer haben die Fähigkeit, den Fluss, den Energiefluss der Lebensenergie im ganzen Körper zu vergrößern. Nicht nur zu harmonisieren, sondern auch zu expandieren. Und damit erhöht sich unsere Schwingungsfrequenz. Und je höher wir schwingen, desto leichter können wir auch mit destruktiven Verhaltensstrukturen, mit Emotionen, mit Gedanken
leichter umgehen, um sie dann wieder zu harmonisieren und zu regulieren, sodass wir einfach wieder auch in unserem Alltag ein harmonischeres Leben haben. Und diese speziellen DNA Blue Smoke Golden Healer energetisieren deinen Kronenpunkt und bringen damit noch mehr Verbindung zum Spirit, zu Gott, zum Göttlichen, wie auch immer du das bezeichnen magst, und lässt dort eine bewusste Verbindung herstellen. Dann bei den Golden Healern ist es so, dass sie auf das Kronenchakra, das dritte Auge und auf den Solarplexus gleichzeitig wirken. Also diese drei Chakren werden durch den Golden Healer direkt angesprochen, was das dann wieder mehr unsere Vision, unsere Ich-Kraft, unsere persönliche Kraft stärkt und damit dann wieder natürlich auch unser Selbstvertrauen reinigt und harmonisiert alle Chakren durch eben diese Expansion und gleichzeitig, da ist ja auch wieder den Blue Smoke mit drin hat, den DNA, verbindet es uns mit unserer tief innen sitzen wohnenden Lebensenergie und lässt die noch reicher werden. Also lässt es mehr werden im Sinne der Expansion und damit natürlich auch wieder viel mehr Lebensfreude hervorbringt, Lebenskraft, Selbstvertrauen, Mut, Geduld auch, und damit sind natürlich so destruktive Dinge wie Angst oder Furcht oder auch bestimmte Spannungsgefühle werden einfach reguliert und harmonisiert. Wir sehen also, hier haben wir die Vereinigung von zwei Kristallen in einem. Ich habe auch hier noch andere Kristalle, relativ klein, das sind mehr die grünlichen Lemurien-Kristalle und die nennen sich dann Green Ghost. Und darin sind Chloridkristalle mit drin, das heißt, du hast hier eben auch die lemurischen Anteile mit daran. Und bei dem Chlorid ist es so, dass es eine ganz tiefe Regeneration, vor allem auf der körperlichen Ebene, hat. Es soll auch uns helfen, mehr die Nährstoffe aufnehmen zu können und zu absorbieren und damit auch zu verwerten. Und das Chlorid selbst, dieser grüne Quarz, hat einfach auch einen starken Bezug zu unserem Herzchakra, zu Thematik, bestimmte emotionale Dinge zu verarbeiten, vor allem wenn sie im Kontext der Selbstverurteilung oder auch zu starker Selbstkritik liegen. Ne? Es lässt uns da in so ein Selbstmitgefühl mit hineinkommen. Ich persönlich nutze den gerne gerade so vor den Neumondphasen, weil ich bin einfach ein sehr agiler, aktiver Mensch, und wenn ich dann in diese Neumondphase hineinkomme, wo die Energien etwas langsamer werden, dann stolper ich auch gerne mal über meine eigenen Füße. Und damit bringe ich mich einfach wieder auch so ein Stück weit in eine Zentrierung zu mir selbst hinein. Dann, ja, ich kann es nicht anders lassen, das hier sind Mangokristalle. Also, die haben auch eine sehr spezielle Geschichte. Du kannst ja bei mir am Blog auch noch mal ein bisschen was nachlesen über alle Kristalle. Habe ich auch was geschrieben. Hallo Süd ist diesmal hier. Das ist das, was das Gelb oben macht. Sind mega selten. Das war, glaube ich, so in den 80er, 90er Jahren wurde die Quelle das erste, oder die Smaragdquelle, Quatsch, also der Smaragd-Zar in Kolumbien hatte diese Kristalle gefunden, hat die dann mal so für sich noch persönlich genommen und hat dann erstmal die Klappe darüber gehalten, wo man die noch zu finden kriegt oder hat. 2013 ist er verstorben und danach war es dann, ich glaube, 5 Jahre später war es dann so, dass dann seine Enkel die Mine wieder aufgemacht haben. Und
Ich habe die das erste Mal gesehen und dachte, ich muss die unbedingt haben. War auch gar nicht so leicht, an die ranzukommen. Ich habe ja in Kolumbien meine Kontakte und ich bekam dann 10 Stück, genau, für einen horrenden Preis, aber ich wollte sie unbedingt haben, ne? Und packte dann meinen ersten Kristall aus und nahm ihn dann so in die Hand und da war dann erstmal Stille. Und ich so, da passiert ja gar nichts. Und das ist so, wie ich halt auch mit Kristallen arbeite. Ich lege sie mir gerne in die Hände oder ich habe sie gerne in der Hand. Wenn ich meine Breathwork mache, lege ich sie auf den Körper. Wenn ich meine Energiearbeit mache, das Lao Chi, gebe ich sie um meinen Körper drumherum, lege sie vielleicht auch an bestimmte Stellen. Und was mich Mangoquarz wirklich gelernt habe, ist Geduld. Denn das ist gar nicht so easy gewesen, mit dem in Kontakt zu kommen, weil er hat einfach eine ganz große Ruhe und er hat auch eine Wirkung eben auf den Solarplexusbereich. Und diese große Ruhe ist, wenn unser Getriebensein sich reguliert, wenn wir einfach in eine Ruhe hineinkommen und damit einfach aus diesem ständigen Hamsterrad sozusagen dann auch Abstand nehmen können und wieder so einen Raum entstehen lassen können, in dem wir zulassen, loslassen und einfach wieder so ein Momentum entstehen lassen. Und der wirkt dann über den Solarplexus auf das dritte Auge aufwärts. Also er hat eine Aufwärtsbewegung. Er hat erstmal die Weite, er macht sozusagen die horizontale Linie auf und wirkt dann auf den Solarplexus und dann eine aufsteigende Energie. Er hilft uns zu verdauen, er hilft uns zu absorbieren und das nicht nur auf der physischen Ebene, sondern eben auch auf der mentalen und emotionalen Ebene. Und er hilft uns, mit unserem authentischen Selbst wieder mehr in Kontakt zu treten und darüber dann über eine kreative Energie, mit einer Zuversicht, mit einem Selbstwert, mit einer Willenskraft, aber nicht durch das Drückende, sondern mit so einer geduldigen Willenskraft und Integrität voranzutreten in unserem Leben. Das wäre zum Beispiel noch ein, zwei Worte zum Mangoquarz. Ich glaube, ich bin jetzt alle durch, die ich gerade da habe. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne unten in den Kommentar oder schreib mich direkt an. Wenn du noch ein bisschen mehr nachlesen willst, unten im Kommentar findest du auch einen Link zu meinem Blog, da kannst du dann auch nochmal nachlesen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, wenn du schon Kristalle hast, lemurische, viel Freude mit denen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.